einer digitalen Weltpremiere präsentiert Seat seine aufgefrischten Kompaktmodelle Ibiza und Arona. Mit fast 6 Millionen verkauften Einheiten ist der Ibiza eines der wichtigsten Modelle für Seat. Auch der Arona spielt als zweitmeistverkauftes Modell 2020 eine wichtige Rolle in der Palette. Zum Modelljahr 2021 haben beide Modelle nun ein leichtes Facelift erhalten. Beim Ibiza sind die Änderungen minimal, es gibt jedoch zukünftig für alle Ausstattungslinien serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer. Zusätzlich gibt es neue Felgendesigns und der Ibiza-Schriftzug ist nun wie beim neuen Leon in einer Art Handschrift gehalten. Beim Arona hat sich etwas mehr getan, da Kunden nach einem robusteren Äußeren gefragt haben. Eine der auffälligsten Änderungen dürften wohl die neuen runden Nebelscheinwerfer unter den Hauptscheinwerfern sein. Letztere sind, wie beim Ibiza, nun auch immer als Voll-LED-Versionen enthalten. Das Seat-Logo erhält ebenfalls ein Update und präsentiert sich nun in einer Art mattem Chrom. Auch die Assistenzsysteme erhalten ein Update. So gibt es beispielsweise einen Travel Assist, der die Geschwindigkeit, Abstand und Spur hält. Im Innenraum gibt es ein neues Soft-Dashboard und ein größeres, höher positioniertes Infotainment-System in der Mitte. Zusätzlich gibt es eine ambiente Beleuchtung in verschiedenen Farben, je nach Ausstattungslinie.